Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Einmal mehr Online-Church aus dem Gospelhaus. Heute mit dem großen Privileg, Rowan Meldell Johnson als Gastsprecher bei uns zu haben. Rowan ist ein guter persönlicher Freund. Rowan gehört zur Extended Version vom Gospelhaus. Er gehört als Freund mit dazu. Er ist vor vielen Jahren von Australien nach Deutschland umgezogen, weil Gott empfunden hat, dass Gott ihn ruft, hier in Deutschland mithelfen zu sollen, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Wir kennen ihn deswegen besser, weil seine Frau ursprünglich aus dem Gospelhaus in Nördlingen kommt. Er war viele Zeit hier, hat in Nördlingen gewohnt, ist dann nach Wiesbaden gezogen, aktuell in München, ist dort Teil der Hillsong Church, engagiert sich dort ehrenamtlich. Ist ein großartiger Prediger, wir haben ihn schon oft da gehabt. Wer ihn schon mal gehört hat, der freut sich jetzt schon. Alle anderen, für die ist noch Vorfreude. Ich möchte dich einfach einladen, dein Herz weit zu machen, dein Herz zu öffnen. Was ich an Rowan mag, ist seine Echtheit, seine Leidenschaft und dass er das, was er predigt, auch wirklich lebt. Viel Spaß beim Zuhören. What's happening, Church? Super, alles klar bei euch? Ja. What's happening, Church? Is Daumen hoch. Good? Daumen hoch, wenn es gut geht. Fantastic. You guys, you've slept in longer. Super, ihr habt ausgeschlafen. You're feeling energized, ready to rock today. Ihr seid alle bereit. Vollgas. Yeah. So, some of you are still asleep by the sounds of it. Manche von euch schlafen immer noch. Yeah, okay, okay. Yes. Well, you know what? I'm super happy to be here with you guys today. Ich freue mich total, heute hier zu sein. I was telling the first service that this is the first time I've been in church for a year because of the whole Corona thing. Ich habe dem ersten Gottesdienst erzählt, dass ich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder hier bin in einem Gottesdienst. And it's so amazing to see a group of people, a community who are still coming together and still worshiping God. Und so cool zu sehen, dass eine Gruppe von Leuten trotzdem noch zusammenkommt und Gott dankt. Because we're living in strange times, guys. Weil wir in echt komischen Zeiten gerade leben, oder? And it's great to see people who would still stand up and say, regardless of what happens, I'm going to praise God. Und großartig trotzdem zu sehen, dass Leute trotz der komischen Situation immer noch aufstehen und dem Herrn Danke sagen. So it is an absolute privilege to be in community with you guys today for this. Und es ist mega Privileg, trotzdem mit euch hier zu sein und Gemeinschaft zu feiern. So as how many of you have seen me speak here before? Wie viele haben mich schon mal sprechen hören? Okay, quite a few of you. So you guys know I like it when you talk back. Wie ihr wisst, mag ich es, wenn ihr zurückredet zu mir. Yeah, I said in the first service, this is the living room in the house. Hier ist Wohnzimmer, habe ich im ersten Gottesdienst auch schon gesagt. We have couches, we have candles. Wir haben Wohnzimmer, Atmosphäre, Couches. We have crazy Kerzen. Aunts and uncles. Wir haben verrückte Onkels und Tanten. And we're all here together. Und wir sind alle in einem Boot. Alle for zusammen. A fantastic service with each other, yeah? Für einen tollen, coolen Gottesdienst jetzt. Are you with me? Seid ihr bereit? Fantastic. Super. All right. So, over this last year, über das letzte Jahr verteilt, I've had a specific thought that has kind of been going through my head a lot. Kam zu mir immer ein Gedanken, immer wieder. And the thought is this. Und folgender Gedanke, was? Am I just surviving every day in this season? Überlebe ich gerade nur diese komische Zeit? Or am I winning each day in this season? Oder hole ich alles raus aus der komischen Zeit? It's super easy just to survive every day because every day kind of looks the same right now. Ist total einfach gerade zu überleben, weil jeder Tag gleich ist und jeder Tag man dasselbe machen könnte. It's easy to just do the bare minimum to just survive each day. Total leicht, gerade nur das Minimum zu machen an Sachen, nur um zu überleben. And not to look at the potential challenges that are in front of us. Und nicht nicht das zu realisieren oder zu sehen, die Herausforderungen, die vor uns liegen. As an invitation to get better. Als Einladung, dass du besser wirst, dass wir besser werden. It's easy to wake up and live the same day over and over again right now. Es ist leichter aufzuwachen und jeden Tag normal zu leben, jeden Tag wie den letzten. Who's ever seen the film Groundhog Day? Wer hat den Film Täglich ruft das Murmeltier gesehen? Täglich grüßt das Murmeltier?
That is how a lot of our lives are looking right now due to the situation that we're in. So könnte unser Alltag gerade im Moment aussehen. You live the same day over and over again. Du lebst denselben Tag immer und immer wieder. But the thing is, if you do that and you just try and survive every single day. Hier ist das Ding, wenn du jeden Tag einfach nur überlebst und dieselbe Routine machst jeden Tag. You waste an opportunity to get better. Verschwendest du eine Möglichkeit, besser zu werden. And you waste an opportunity to win in this season of your life. Du verschwendest eine Möglichkeit, besser zu werden oder zu gewinnen. And the reason why this thought has been going through my mind so much in the last year. Der Grund, wieso dieser Gedanke mich noch nicht mehr loslässt im letzten Jahr. Is because there have been so many days where I felt like I just survived this day. Was so viele Tage auch in meinem persönlichen Leben gab, wo ich einfach nur gedacht habe, ich muss nur überleben. I just got through this day. Ich bin einfach nur durchgekommen durch den Tag. I would sit there some days and think to myself, I can't wait for this day to finish, and I just hope that tomorrow will be a little bit better. Und ich saß einfach nur da und habe mir gedacht, ich hoffe, dass der Tag einfach nur um ist und hoffentlich wird der Tag morgen ein bisschen besser. And the thing is, I'm pretty sure that there are plenty of people in this room who have felt the same way. Und ich bin mir sicher, dass es hier auch heute den einen oder anderen gibt, der sich genauso fühlt. And maybe you're even feeling that like that right now. Und vielleicht fühlst du dich gerade so. And if I'm honest, I still have days where I feel like that. Wenn ich ehrlich mit mir bin und mit euch, dann habe ich trotzdem noch so Tage. So the thing is this, I made a decision, I made a choice. Ich habe eine Entscheidung getroffen. And I did this a few months back. Vor ein paar Monaten. And what I did was I would give myself certain disciplines and certain tasks to do each day. Ich habe mir versprochen, dass ich verschiedene Disziplinen mir angewöhne, die ich regelmäßig mache. And each day I would kind of tick them off and I would go through it and if I completed the tasks, I would win the day. Und jeden Tag bin ich durch den Tag gegangen und habe versucht, diese Disziplinen abzuhaken, so dass ich besser werde. So if I can win enough days, also wenn ich genug Tage gewinne, then I can win a week. Dann ist es eine Woche. And if I can win enough weeks, wenn ich genug Wochen gewinne, then I can win the month. Dann schaffe ich das Monat. And then if I can win enough months, wenn ich genug Wochen, genug Monate gewinne, then I can win the year. Dann schaffe ich ein ganzes Jahr. And when I look back at the previous year then, und wenn ich mich zurückerinnere dann an das letzte Jahr, I can see that I've grown. Dann kann ich klar sehen, dass ich gewachsen bin. I've gotten better. Ich wurde besser. Spiritually, geistlich, mentally, mental, relationally, beziehungsweise, and physically, körperlich. So I want to invite everybody to join in with me. Ich will dich heute einladen, auf die Reise mit mir zu gehen. To go on a journey of surviving to winning. Die Reise nicht nur zu überleben, sondern zu gewinnen in deinem Leben. Are you with me, church? Seid ihr bereit? In order for you to go from surviving to winning, you need two things. Um von Überleben zu Leben zu kommen, brauchst du zwei Dinge. You need to make a decision. Nummer eins, du musst eine Entscheidung treffen. And then you need the discipline to follow through on it. Und dann brauchst du die Disziplin, durchzugehen. In 2 Timothy 1, verse 7. Im 2. Timotheus 1, Vers 7. It says that God has not given us a spirit of fear. Steht drin, Gott gab uns nicht einen Geist der Angst. Amen. Er hört nichts. Come on, church. It says that God has not given us a spirit of fear. Es sagt nochmal, Gott gab uns nicht einen Geist der Angst. Church, this is a great place just to celebrate right now. God has not given us a spirit of fear. Okay, ich wiederhole es nochmal. Gott gab uns nicht den Geist der Angst. But of power, love and self-discipline. Doch der Kraft, Liebe und der Selbstdisziplin. So the truth is, guys. Die Wahrheit ist, that everything that you need to overcome what stands in front of you, alles was du brauchst, um die Herausforderung, die vor dir liegt, zu meistern, is already in you. Ist schon in dir drin. Let me say that again. Sag's nochmal. Everything that you need, alles was du brauchst, to overcome everything that stands in front of you, um die Herausforderung zu meistern, die vor dir liegt, is already in you. Liegt schon in dir drin. Look at your neighbor and say, it's in you. Schau deinen Nachbarn an und sag, es ist schon in dir drin. Du hast es schon. So God has given us power, love and self-discipline. Gott hat uns Kraft, Liebe und Selbstdisziplin gegeben. Fear does not come from God. Angst kommt nicht von Gott. Anxiety does not come from God. Angst kommt immer noch nicht von Gott. That's right. Genau.
So what does come from him is what is going to help you to overcome anything that stands in front of you. Was von ihm kommt, ist das, was du brauchst, um die Herausforderung, die vor dir liegt, zu meistern. And what is inside of you is going to help you reach the potential and the purpose that God has for you. Und was schon in dir drin ist, wird dir helfen, das zu meistern, was vor dir liegt. The Bible is full of stories where we see this. Die Bibel ist voller Geschichten, wo wir das erkennen dürfen. And I want to look at one person. Ich will heute eine Person anschauen. Who we're going to look at, and that person made a decision and followed through in self-discipline. Und die Person hat eine Entscheidung getroffen und das ist durchgezogen mit Selbstdisziplin. And through this changed his life around. Und durch diese Entscheidung hat sich sein Leben radikal verändert. The metamorphosis. Die Metamorphose. That's a good word right there. That word is harder in German. Damn. Yeah. Metamorphose. Yeah. How did I do? Metamorphosis. Good. Wie hat er sich angestellt? We're going to look at a young fellow in the Bible. His name is Jacob. Wir schauen uns heute einen jungen dynamischen Herrn an, der heißt Jakob. And Jacob is an interesting character. Jakob ist ein interessanter Charakter. He is not the person you would think God would choose to father a nation. Er ist nicht eine Person, wo man denken würde, das wird der Vater der Nation Israel. He is the second born to Isaac. Er ist der Zweitgeborene von Isaac. He has an older brother, his name is Esau. Er hat einen älteren Bruder, der heißt Esau. He is described as a liar or a deceiver. Er ist beschrieben als Lügner oder Lügner. I guess it's the same thing. Yeah. Yep. He was loved by his mother, but tolerated by his father. Er war geliebt bei seiner Mutter, aber toleriert bei seinem Vater. Now his brother Esau. Aber sein Bruder Esau. He was like a real outdoors kind of guy. War der harte Tough Guy. Yeah, he was a skilled hunter. Abenteurer, Jäger. He could start a barbecue just by looking at it. Er hat den Grill nur vom Anschauen angezündet. He was a strong guy. Ein starker Mann. And Isaac, his father, was really proud of him. Und Isaac war wirklich stolz auf ihn. Now Jacob was the opposite. Jakob war das Gegenteil. It says that he was quiet and shy. Es hieß, er war ruhig und schüchtern. And in one Bible translation it says he stayed in tents. In einer Übersetzung heißt es, er blieb in seinem Zelt. That just meant that he liked to stay home. Hieß, dass er gern daheim war, Muttersöhnchen vielleicht. He was the shepherd. Ja, er war der Hirte. So when we look at both of them, Esau kind of ticks what you would expect for a leader. Wenn wir uns das anschauen, Esau, denken wir, wer der richtigere Leiter von but, so einem but Volk. But the thing is, there was something about Esau that God didn't approve of. Hier war der Trick, irgendwas gab es an Esau, was Gott nicht gefallen hat. He lacked discipline. Er hatte keine Disziplin. Now we see this in Genesis 25. Wir können uns das anschauen im 1. Mose 25. And we're going to go through just a little bit of the story. Wir gehen über die nächsten paar Minuten über diese Geschichte. And it goes like this. Esau is out hunting all day. Folgendes passiert. Esau ist draußen und jagt den ganzen Tag. He's out the whole day and he finally comes home after not catching anything. Er ist außen und kommt irgendwann nach Hause total fix und fertig, nachdem er nichts gejagt hat. He's hungry and he's tired. Er ist hungrig und er ist müde. So he's looking around and he probably goes into a tent and sees Jacob there cooking some soup. Cruist ein bisschen rum und riecht irgendwo aus irgendeinem Zelt kommt was sehr Leckeres. Esau says to him, "Man, I'm so hungry right now, I could die. Can I have some soup?" Esau sagt zu Jakob irgendwann, "Hey, ich habe echt Hunger, könnte ich was von deiner Suppe haben?" Jacob looks at him and says, Jakob schaut ihn an und sagt zu Esau folgendes: "Trade me your birthright for the soup." Gib mir dein Geburtsrecht für die Suppe. Now, listen guys, a birthright is something which is very important. Okay, kurz aufgepasst, das Geburtsrecht ist wichtig. If you are the firstborn, wenn du der Erstgeborene bist, that means that when your father dies, you get to lead the whole family. Wenn du der Erstgeborene bist, dann leitest du die Familie. And you also get a double portion of the inheritance. Du bekommst außerdem die doppelte Portion von dem Erbe. So think about it. Isaac, he was pretty wealthy. Also überleg mal. Isaac war ziemlich reich. He had a lot of sheep, a lot of goats, a lot of cattle, a lot of servants. Er hat viele Schafe, viele Rinder. And
Esau would have inherited a double portion of what Jacob would have inherited. Und Esau hätte zweimal das Erbe, zweimal so viel bekommen wie Jakob. Two times the amount. Zweimal so viel. And Esau decides. Und Esau entschied sich. What good is a birthright if I'm dead? Wie wichtig oder wie wertvoll ist mein Geburtsrecht, wenn ich sterbe? What good is a birthright if I'm dead? Wie wertvoll ist ein Geburtsrecht, wenn ich sterbe? Now let me ask you guys a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Who here has ever gone a day without food? Wer hat's schon mal einen Tag lang ohne Essen geschafft? Okay. Okay. Who here has gone 2 days without food? Wer hat's schon mal 2 Tage geschafft ohne Essen? Yeah, okay. How many people have gone 4 days without food? Wie viele Menschen haben es schon mal 4 Tage ohne Essen geschafft? And you guys aren't dead. Und du bist immer noch nicht tot, oder? This guy thinks he's gonna die if he doesn't eat. Dieser Typ denkt, wenn er nicht isst, dann stirbt er. Now I know all the wives in the room are probably thinking, yeah, my husband's like that too. Ich denke mir gerade, die ganzen Frauen werden sich denken, mein Ehemann ist genauso. I heard an amen there. Yeah. Amen. I have 2 sons. Ich habe 2 Söhne. One is 8, one is 5. Einer ist 5, einer ist 8. My 5-year-old comes to me often, about 2 hours after lunchtime. Mein 5-Jähriger kommt oftmals zu mir 2 Stunden nachdem wir gegessen haben. And he says to me, "Dad, I'm so hungry, I'll die if I don't eat." Und er sagt zu mir, "Dad, ich habe echt Hunger, ich werde sterben, wenn ich nichts esse." And so I ask him, knowing exactly what he wants. Ich frage ihn jedes Mal, natürlich wissend, was er will. Yeah, so I say to him, "What would you like to eat?" Was möchtest du genau essen? Mein Schatz. My treasure. And without fail, 100% of the time. Und ohne zu versagen, 100% jedes Mal dasselbe. Chocolate or sweets. Schokolade oder Süßigkeiten. And every parent in here said, "Amen." Okay. I know you've experienced this too. Ich weiß, du hast es auch schon mal erlebt. And the thing is this: so I'm not very big on sugars and sweets. I like healthy lifestyle. Ich habe kein Interesse an Süßigkeiten. Ich halte mich fit. I'll see you at the back there, buddy. Next. So I often just say to him, "Hey, how's about a piece of fruit? How's about some vegetables? How's about a nice juicy piece of steak?" Ich lege ihm es oft vor, Früchte zu essen oder Fleisch oder Brot. And he always says no. Aber jedes Mal sagt er nee. Until this day, he has not died from starvation. Immer noch, er ist noch nicht gestorben bis zum heutigen Tag. My son is looking for an instant satisfaction. Mein Sohn sucht eine temporäre Befriedigung. And this is the same thing that Esau was looking for. Dasselbe hat Esau auch gesucht. See, the thing is this: Esau did not value his birthright over his sudden need. Hier ist das Ding, Esau hat nicht das Geburtsrecht wertgeschätzt. Think about it. How long would it have taken for Esau to just cook something himself? Überleg mal, wie lange hätte es Esau gebraucht, für sich selber was zu kochen? 20 minutes, half an hour? 20 Minuten, eine halbe Stunde. Do you think that this guy has not eaten for 5-6 days? No. Hättest du gedacht, dass er stirbt, nachdem er ein paar Stunden nichts gegessen hat? So this is the thing, he never valued what was in front of him. Here's the thing, er hat niemals geschätzt, was vor ihm liegt. And he didn't have the discipline to put in the work to do it himself. Und er hat nicht den Wert verspürt, sich das selber zu machen. He desired instant satisfaction over a delayed gratification. Er bevorzugte temporäre Befriedigung über langfristige Zufriedenheit. And this is why God blessed Jacob over Esau. Und genau deswegen hat Gott Jakob über Esau gesegnet. And the thing is this, there are gifts and there are talents in every single one of your lives. Es sind Talente und Gaben in jedem von unserem Leben. And if you would discipline yourself to work on some of these things. Und wenn du die Disziplin dir erarbeiten würdest, an dir zu arbeiten. And develop them, there would be such a blessing that would come on it. Und an dir noch mehr zu arbeiten, dann würde ein viel größerer Segen rauskommen. And I love the fact that God always puts different opportunities in front of us. Und ich liebe es, dass Gott immer wieder Möglichkeiten vor unseren Augen legt. But if we don't work on the gifts and the talents that God gives us, they become lost opportunities. Aber wenn wir nicht an den Möglichkeiten arbeiten, die Gott vor uns legt, dann werden sie verlorene Chancen.
And the thing is this, when I was younger, I never believed in self-discipline at all. Und wenn ich mich zurück überlege, als ich jünger war, habe ich nicht an Selbstdisziplin geglaubt. I honestly believed I could just achieve every goal and every desire I had with minimal effort. Ich habe mir immer gedacht, ich brauche das nicht, ich kann alles mit dem Minimum an Arbeit schaffen. But what I've realized as I've gotten older is the value of discipline. Aber was ich über die Jahre gelernt habe, ist den Wert von Disziplin. Let's continue on with the story. Lass weitermachen mit der Geschichte. So now Jacob has received the blessing from his brother. Und jetzt hat Jakob den Segen von seinem Bruder bekommen. But now he actually has to go to his father and receive it from the father. Aber jetzt muss er eigentlich noch zu seinem Vater gehen und den Segen von seinem Vater sich erst abholen. But there is a big difference between Esau and Jacob. Aber da ist ein großer Unterschied zwischen Esau und Jakob. So Jacob is a smoothly skinned man, we shall call him. Jakob ist ein unbehaarter Mann. He probably smelled rather nice. Er roch bestimmt sehr gut. And Esau, on the other hand, und Esau, auf der anderen Seite, was a very hairy guy. War sehr ein sehr haariger, behaarter Mensch. Like Stefan Striefel. So wie Stefan, zum Beispiel. And he had an interesting smell because he was out hunting all day. Und er hatte einfach einen interessanten Geruch gehabt, weil er halt jeden Tag außen war und die Jagd hat. Like Stefan Striefel. Wie Stefan. I can't wait till he sees this, by the way. Ich kann nicht warten, bis er sich das anschaut. And so Jacob had to clothe himself like Esau and make himself smell like Esau. Und so musste sich Jakob so anziehen wie Esau und er musste sich versuchen so beriechen wie Esau. In order for him to receive the blessing from his father. Um den Segen von seinem Vater zu bekommen. So he put some animal skin and some animal hair on him. Also hat er sich Tierhaare mit Tierhaaren bekleidet. Can you imagine how hairy this dude Esau must have been? Kannst du dir vorstellen, wie behaart Esau sein musste? That's crazy. Verrückt. So anyways, he goes in there, he does that, we'll keep the story short. Also er, wie gesagt, er geht dahin und er bekommt's. He receives the blessing, but then is terrified and he has to flee. Er bekommt, aber dann wird er richtig ängstlich und er haut ab. He's scared for his life. Er hat Angst um sein Leben. Then he finds himself in a land where his uncle is. His uncle's called Laban. Und er findet sich wieder in einem fremden Land bei seinem Onkel, dem Laban. And he experiences his next challenge there. Und er erlebt wieder eine weitere Herausforderung in seinem Leben. He sees a young girl who he really likes. Er hat ein Auge auf eine schicke Lady. And he says, I want to marry her. Und sagt, ich will die heiraten. So he goes to his uncle Laban and says, I'll work for you for 7 years if I can marry her. Und geht zu seinem Onkel Laban und sagt, hey, also ich arbeite für deine Tochter für 7 Jahre, dass ich sie heiraten darf. He works for the 7 years and then comes the day of his wedding. Er arbeitet für 7 Jahre und dann kommt der Tag der Hochzeit. And on that day he is tricked and his wife is switched over with the less desirable Leah. Und an dem Tag wird seine eigentliche Frau ausgetauscht mit der Schwester von ihr, der Leah. He worked for 7 years. Er hat für 7 Jahre gearbeitet. Now men. Männer. I don't want you to put your hands up right now. Keine Hände hoch, bitte. Would you work for 7 years for your Würdest wife? Du für die Frau 7 Jahre arbeiten? I guarantee each one of you are saying yes in your heart right now, aren't you? Ich verspreche euch, jeder Einzelne würde sagen, na klar. If you're married, just look at your wife and say, you're worth it, baby. Falls du es denkst, darfst du deiner Frau eine Umarmung geben, später. So then, Jacob ends up working another 7 years. Also geht die Geschichte weiter und Jakob arbeitet nochmal 7 Jahre für. 14 years in total to get the woman that he wanted. 14 Jahre Arbeit unterm Strich, dass er die Frau bekommt, die er eigentlich wollte. Right here you see a big difference between Esau and Jacob. Genau hier wieder mal siehst du einen großen Unterschied zwischen Jakob und Esau. He spent 14 years working for what he believed was valuable. Er arbeitete für 14 Jahre, wo er gedacht hat, das ist es wert. Whereas Esau couldn't prepare food for 20 minutes. Auf der anderen Seite, Esau konnte nicht mal warten, bis er sein eigenes Essen vorbereitet. Their value system was completely different.
denen ihr Wertesystem war komplett anders. So here's the thing, guys. If you value the gifts and the talents that God has placed in your life, wenn du die Werte und die Gaben, die Gott in deinem Leben gelegt hat, wertschätzt, it does not matter who tries to trick you. Es ist völlig egal, wer dich hinters Licht führen will. God will fight for you. Gott wird für dich kämpfen. And God will bless you. Gott wird dich segnen. Church, I said, God will fight for you. Nochmal, Gott wird für dich kämpfen. And God will bless you. Und Gott wird dich segnen. Everything that you are going through now will prepare you for your destiny. Alles, was du gerade durchmachst, wird dich vorbereiten auf das, was Gott für dich vorhat. So make it count. Also, make it count. Every pain that you go through, jeder Schmerz, den du durchmachst, every time you feel down, you feel depressed, jedes Mal, in der du depressiv und am Boden bist, every single time you feel like the world is caving in on you, jedes Mal, wenn du denkst, dass die Welt über dich zusammenkracht, God can use that to strengthen you. Gott nutzt es, um dich zu stärken. Like what happened with Jacob, he strengthened him. So wie bei Jakob, Gott hat Jakob gestärkt. To become the person God wanted him to be. Um die Person zu werden, die Gott ihn wollte, dass er wird. When you're going through a hard time, wenn du durch eine schwere Zeit gehst, just understand that God can strengthen you in that. Verstehe, dass Gott dir die Kraft geben wird und dich stärken wird in dieser Zeit. So that you become the person God wants you to be. So dass du die Person wirst, die Gott für dich vorhat. This is a metamorphosis, a change. Das ist eine Metamorphose, eine Veränderung. That means that God has seen you one way, but he wants to create in you something new. Das bedeutet, dass Gott dich so sieht, wie du gerade bist, aber er will, dass du dich veränderst und besser machst. This is the great thing about God. He sees you one way, but he doesn't leave you that way. Das ist das Coole an Gott, er sieht dich, wie du gerade bist, aber er will dich verändern. Because he has a great plan and a purpose for your life, and he knows the potential that he's put inside of you. Weil er etwas Großartiges vor und er kennt die Pläne und deinen Lebensweg. And he wants to take you on that journey. Und er will dich mit auf diese Reise nehmen. God wants to work through you. Gott will durch dich arbeiten. All right, back to Jacob. Zurück zu Jakob. Jacob's discipline to stay where he was and work for 14 years pleased God. Jakobs Disziplin, in der Position zu bleiben und für 14 Jahre zu arbeiten, hat Gott großen Gefallen getan. That self-discipline found favor in the eyes of God. Diese Selbstdisziplin hat Gott richtig gefallen. After that he left Laban. Danach hat er Laban verlassen. And he followed the way back to his home country, his hometown where his father was. Und er ist zurück zu dem Heimatland gegangen, wo sein Vater immer noch war. But not before facing his biggest challenge. Aber nicht bevor Jakob die größte Herausforderung in seinem Leben hatte. So just think, Jacob is hanging out one night. Also überleg dir, Jakob eines Nachts hat er abgehangen. Think about yourself alone somewhere out in the wilderness. Überleg dir, wenn du alleine bist irgendwo im It's like the middle of the night. Mitternacht. And all of a sudden, someone comes up to you and starts trying to wrestle you. Und auf einmal kommt irgend so ein Fremder und fängt an, mit dir zu kämpfen. Like actual wrestling. Like wie Wrestling. Who here has seen WWE? Kennt ihr so Wrestling-Kämpfe? Yeah. I imagine that. Suplexes, powerbombs. No? Okay. You guys are all too young for this, I see. Yeah, ihr seid alle noch viel zu jung für das. But this is what I imagine is happening, and this would be a freaky situation. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn Jakob gegen Gott kämpft. Komische Situation. He's fighting a guy who he doesn't even know who it is. Er kämpft in einer Person, wo er gar nicht weiß, wer das überhaupt ist. But here's the thing. Imagine now realizing that this isn't even a man, but this is God who you're fighting against. Stell dir mal vor, es ist nicht mal ein Mensch, den du kämpfst, sondern es ist Gott, mit dem du dich anlegst. And the crazy thing is this. God realizes this guy's not giving up. Und Gott realisiert, der Mensch, der gibt nicht auf. Der Typ, der gibt nicht auf. So God says to him, hey, it's daybreak, let me go. Und Gott sagt, ey, die Sonne geht auf, lass mich gehen. Jacob has no idea who he's wrestling, so he says, no, not until you bless me. Und Jakob sagt, nee, ich lasse dich nicht gehen, solange wie du mich nicht segnest. So here's the thing, everything that Jacob has gone through in his life, alles was Jakob durchgemacht hat in seinem Leben, has caused him to hold on to things.
hat ihn dazu gebracht, dass er nicht loslässt. To never let it go. Dass er nicht loslässt. Until he gets to his goal, his target. Solange bis er das bekommt, was er will. And he holds on to God. Und er hält sich an Gott fest. And says, I will not let go of you until you bless me. Und sagt, ich werde dich nicht loslassen, solange du mir nicht den Segen gibst. All of these circumstances from the past have shaped him into the man that he is. All die Situationen in seinem vergangenen Leben haben ihn dazu gemacht, wie er jetzt gerade ist. He was stubborn and strong-willed and wouldn't let go until he either died or was blessed. Er war stur und eine Vision gehabt und hat so lange nicht losgelassen, bis er gesegnet wurde. And God blessed him. Und Gott hat ihn gesegnet. God changed his name to Israel and he became the father of a nation. Und Gott hat seinen Namen geändert zu Israel und er wurde der Vater der Nation Israel. He went from being an overlooked young boy. Er ist von einem übersehenen kleinen Mann, who liked to stay indoors, der sich nicht rausgetraut hat, to the father of a nation, zu einem Vater der Nation geworden. And his journey prepared him for it. Und seine Reise hat ihn darauf vorbereitet. Now this is the thing. I know that every single person in this room has had a journey. Ich weiß, dass jeder von uns eine Reise hinter sich hat. And it hasn't been easy. Und es war nicht immer leicht. Every single one of us has gone through tough times. Jeder von uns hat schwierige Zeiten hinter sich. And maybe right now you're going through a really hard time in this whole pandemic. Und vielleicht gehst du jetzt gerade auch durch eine herausfordernde Zeit, vielleicht wegen der Pandemie. But every step that you take forward towards God. Aber jeden Schritt, den du vorwärts gehst auf Gott hinzu, brings you closer to the purpose and the calling that God has for your life. Bringt dich erstmal näher zu Gott und zweitens mal näher an das, was Gott für dein Leben vorhat. Every moment of pain and hardship. Jeder Moment voll Schmerz und Herzschmerz. Every time where you felt down. Jedes Mal, wenn du dich am Boden fühlst. Every time where you felt depressed. Jedes Mal, wenn du dich depressiv fühlst. These things have built a strength inside of you. Diese Momente, die haben dir eine Stärke gegeben. A strength in you which says, I will not let go until I am blessed. Die hat dir eine Stärke gegeben zu sagen, ich werde nicht an dir loslassen, bis du mich nicht segnest. So let me encourage you if you are going through it right now. Lass mich dich ermutigen, dass wenn du gerade in dem Moment durchgehst, don't let go of God until you are blessed. Lass nicht los von Gott so lange, bis er dich nicht segnet. Don't allow these circumstances to take you away from God. Lass nicht die Situationen diktieren, dass du dich von Gott entfernst. Build things into your life. Bau Sachen in dein Leben rein. Disciplines which will help you get closer to God. Disziplinen, die dir helfen, näher zu Gott zu kommen. Because remember, everything that you need to overcome what is in front of you. Erinnere dich, alles was alle Herausforderungen, die vor dir liegen. It's in you. Alles was du brauchst, um die Herausforderungen zu meistern, die vor dir liegen, ist in dir. It's inside of you. Ist in dir drinnen. God has given you power, love and self-discipline. Gott hat dir die Kraft gegeben, die Liebe und die Selbstdisziplin, das zu meistern. He has not given you fear. Er hat dir nicht Angst gegeben. So when you feel afraid, wenn du dich ängstlich fühlst, you can speak to that fear. Du kannst zu dieser Angst sprechen. And you can speak with the power that is inside of you. Du kannst zu dieser Angst mit einer Kraft sprechen. And you can tell it to get lost. Und du kannst dir sagen, geh weg. Because God never gave that to you. Weil Gott dir das niemals gegeben hat. And what he has given you is stronger than what he hasn't given you. Denn was er dir gegeben hat, ist stärker wie das, was er dir nicht gegeben hat. All right, I'll get the band to come up. I'm just going to pray for you guys. Wir beten noch für euch. Jesus, I'm so thankful for this community right here. Jesus, ich bin so dankbar für die Gemeinschaft hier. I'm thankful for people who still want to get together in the midst of fear and turmoil. Ich bin dir so dankbar für die Gemeinschaft, die immer noch zusammenkommt inmitten dem ganzen Chaos, das gerade los ist. I'm thankful that there are people who would say, we will stand up and we will worship you, God. Ich danke dir, dass es Menschen gibt, die inmitten dem sagen, hey, wir loben und preisen dich trotzdem. That no matter what happens, we're going to worship you, God. Egal was passiert, wir loben und preisen dich immer noch. We ask Father God that a blessing would come on this church. Herr, wir fragen dich, dass du diese Gemeinde segnest. That you would see their faithfulness, Lord. Dass du ihre Treue siehst, Herr. Father God, we just ask you right now.
Vater, und wir fragen dich, wir bitten dich. Let your favor just pour out on this church. Lass dein Gelingen über diese Kirche kommen. Let your hand be on every member of this church. Lass deine Hand über jedem Einzelnen ruhen. And Father God, I thank you that if people are going through hard times right now, ich bitte dich, Herr, dass jeder, der durch eine schwere Zeit gerade geht, that you would speak to them, Father, that you would let them know that better days are ahead. Dass du ihn wissen lässt, dass bessere Tage noch vor ihm liegen. We thank you, Father, that you never leave us, you never forsake us. Wir danken dir, dass du uns niemals loslässt und niemals alleine lässt. And that you walk with us every single day. Und dass du jeden Tag mit uns mitläufst. And we never need to be afraid. Und wir brauchen niemals ängstlich sein. Because you're with us. Weil du immer bei uns bist. You never leave us. Du verlässt uns nie. You never forsake us. Du lässt uns nie im Stich. You guide us. You take us on the journey with you. Du dirigierst uns und du nimmst uns mit auf die Reise. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Touching every heart, I worship you.
Darkness, my God, that is who.